Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sonne geht spektakulär über dem Stellplatz von Palamos auf. Wieder einmal ein strahlend blauer Himmel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Reiseführer haben wir etwas von einer kleinen Bucht mit bunten Häusern gelesen, dem Platja de Castel. Das wollen wir uns ansehen. Der letzte Teil der Wegstrecke ist unbefestigt und es gibt zwar einen Parkplatz, aber mit der üblichen Höhenbegrenzung 2,10 Meter. Naja, irgendwie finden wir einen Platz zum Parken. Und da ist sie, die Bucht. Sie ist wirklich sehr schön, mit breitem Sandstrand. Und es ist auch nicht sehr viel los, aber von bunten Häusern sehen wir hier nichts. Wir können uns das nicht erklären und sind ein bisschen enttäuscht. So sollte es hier laut Reiseführer eigentlich aussehen. Des Rätsels Lösung, die bunten Häuschen stehen ein kleines Stückchen weiter in der Cala Salguer. Wir hätten also ein kleines Stück laufen müssen. Aber inzwischen sind wir schon weitergefahren, nämlich an den Strand von Palamos. Ein wirklich toller, langer Sandstrand mitten im Ort. Faszinierend. Auch wenn die Cityside etwas ernüchternd wirkt. Hier gäbe es wunderbare Restaurants. Für jeden Geldbeutel etwas, erzählt uns ein Insider. Wir wollen heute allerdings noch weiter. Über Platja d'Aro bis kurz vor San Filio di Gicciol. Dass Platja d'Aro mal ein kleines Fischerdorf gewesen sein soll, kann man heute kaum glauben. Am Ende des riesigen Ortes entdecken wir tatsächlich das Hinweisschild auf einen Campingplatz. Er hat natürlich geschlossen. Dafür landen wir an einem Yachthafen und kommen so an den Strand. Wir fragen uns, wie es hier wohl in der Hochsaison aussieht. Das hinter mir ist Platja d'Aro. Wunderbare Strände, klares Wasser, die Sonne scheint, aber auch Riesenbettenburgen. Für uns ist das hier nichts. Nur ein kleines Stück weiter soll es einen kleinen Stellplatz geben. Den wollen wir heute ausprobieren. Er liegt etwas versteckt in Zagaro, am Ende einer Sackgasse. Und er ist wirklich klein. Er ist auch nichts für große Fahrzeuge. Aber man schaut von hier aus übers Meer und er macht einen netten und sympathischen Eindruck. Und die große Badebucht liegt nur 10 Minuten entfernt. Warum heute noch weiterfahren? Hier bleiben wir heute Nacht und gehen gleich einmal hinunter ans Meer. Der Platja de St. Paul ist eine langgestreckte Bucht mit feinem Sandstrand. Und hier gibt es einige kleine Restaurants und Cafés. Und keine Bettenburgen wie in Platja d'Aro. Aber wer hat denn das hier gebaut? Am nächsten Morgen geht die Sonne glutrot hinter den Bäumen auf und wir fahren die paar Kilometer bis San Filio di Gicciol. Immer häufiger treffen wir jetzt auf diese Schilder. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt einen Shitstorm einfange. Liebe Freisteher auf öffentlichen Parkplätzen, auch ihr seid dafür mitverantwortlich, dass immer mehr Kommunen Wohnmobilfahrer einfach rigoros ausgrenzen. Und das ist ärgerlich. Nach längerer Suche finden wir dann schließlich doch noch einen Parkplatz am Hafen. Heute Morgen haben wir gesehen, wie mehrere Fischerboote eingelaufen sind. Und inzwischen warten einige große LKWs darauf, die Ware abzutransportieren. Wir laufen am Hafen und am langen Strand entlang in die Stadt. Und hier wird es jetzt richtig laut. Spaniens Städte haben ein Problem mit Papageien. Die sind nicht nur lautstark, sondern auch vermehrungsfreudig. Die Rache für die Conquista ist grün, hat zwei Flügel mit blauen Spitzen und macht richtig viel Lärm. Der postierliche Mönchsittich kommt vor allen Dingen aus dem Norden Argentiniens. Sozusagen als Rache für die gewaltsame Kolonisierung Südamerikas. Vom Strand aus laufen wir jetzt über die Ramblas. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf Barcelona. Um die Ramblas herum findet ihr einige nette Gassen mit attraktiven Läden, Cafés und Restaurants. Ein sympathischer, pulsierender Ort. Die Sommermonate in San Filio di Gicciol zu verbringen, das gehört für das gehobene katalanische Bürgertum dazu, wie die Mitgliedschaft beim FC Barcelona. So der Reiseführer. Und an der Strandpromenade mit ihren Prachtvillen im katalanischen Jugendstil zelebriert man dann stilbewusst das schöne Leben.
Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Hier wird bereits die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommt eine ganz besondere Strecke, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Zwischen San Filio di Gicciol und Tossa de Mar, immer hoch oben am Meer entlang. Fahrt diese Straße auf keinen Fall am Wochenende. Dann müsst ihr nämlich mit Fahrradfahrern und Motorradfahrern konkurrieren und könnt die Strecke nicht genießen. An vielen Stellen könnt ihr anhalten und über die Küste und das Meer schauen. Einfach grandios. Dann müssen wir an einer Ampel anhalten. Hier werden die Felswände stabilisiert. Und schließlich begegnen wir doch noch ein paar Radfahrern, aber die Gruppe verschwindet auf einer Seitenstraße die Bucht hinunter. Nach gut 20 Kilometern erreichen wir Tossa de Mar. Dieser Stellplatz ist neu. Und da er zurzeit auch noch kostenlos ist, lockt das eine Menge Camper an. Eindrucksvoll die gewaltige Festungsanlage auf einer Halbinsel oberhalb des Ortes. Hinter der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer mit 7 Verteidigungstürmen drängt sich die Altstadt auf einem Hügel. Der touristische Aufschwung der Gemeinde begann, nachdem dort 1951 der Film Pandora und der fliegende Holländer mit Ava Gardner und James Mason gedreht wurde. Wer ganz bis nach oben hinaufklettert, dem werden atemberaubende Ausblicke garantiert. Tossa de Mar wird vielfach in einem Atemzug mit Loret de Mar oder Platja d'Aro genannt. Im Gegensatz zu den Massenquartieren der Costa Brava hat Tossa de Mar jedoch im Wesentlichen seine Eigenständigkeit und Individualität bewahrt. Über Loret de Mar fahren wir am nächsten Morgen an der Küste weiter bis zum Camping Barcelona in Mataró. Jahrzehntelang haben Schaumpartys, Busreisen und Massenabfertigung Loret de Mar ein sicheres Einkommen beschert. Und das hat über einen langen Zeitraum das Image der Costa Brava geprägt. Zu Unrecht, wie ich meine. Auch Loret de Mar versucht sich inzwischen neu zu erfinden. Ein paar Kilometer weiter, Pineda de Mar. Wir biegen von der Hauptstraße ab und fahren zum Strand hinunter. Zufällig entdecken wir hier einen Campingplatz. Der Bel Sol liegt direkt an der Uferstraße und hat übrigens ganzjährig geöffnet. Um an den Strand zu gelangen, muss man die Eisenbahngleise unterqueren. Auf der anderen Seite erwartet einen eine gepflegte Promenade und ein langer Sandstrand. Und hier sind wir heute fast alleine, mal abgesehen von dem einsamen Angler. Von der Tingelei haben wir heute genug. Es geht jetzt noch einmal auf die Autobahn und dann ganz tief hinunter ans Meer. Kurz vor Mataró liegt der Camping Barcelona. Allerdings rund 30 Kilometer von Barcelona entfernt. Der große und geräumige Platz schließt in ein paar Tagen und trotzdem ist er noch gut besucht. Wer an das Ufer will, muss auch hier die Bahnlinie unterqueren. Allerdings muss man sich hierzu schon ein bisschen überwinden. Aber dahinter erwartet einen hier keineswegs ein Strand, nur ein kleiner Fußweg an der Bahnlinie entlang. Wer hier baden möchte, der benutzt den kostenlosen Shuttle an die Sandstrände des nächsten Ortes oder vergnügt sich am großzügigen Swimmingpool. Was diesen Platz insbesondere so attraktiv macht, ist der Bus-Shuttle-Service direkt in das Zentrum von Barcelona. Das probieren wir aus. Bis morgen!